Hallo, mein Name ist Rainer Schmidt. Ich wollte von der heutigen Personalratssitzung berichten. Letzte Woche war der Personalrat geschlossen, war auf der Konferenz der Personalratsvertretung in der Roland-Klinik. Die Konferenz der Personalratsvertretungen ist ein Zusammenschluss Personalrat des UK Essen, Betriebsrat St. Josef Krankenhaus und Betriebsrat der Roland-Klinik. Jeder einzelne Bereich hat so seine Baustellen vorgestellt. Was sind die Arbeitsschwerpunkte, was sind die Probleme in den einzelnen Kliniken? Wir schauen dann nach den gemeinsamen Schnittmengen, wo kann man gemeinsam dran arbeiten, wo haben wir vielleicht schon Erfahrungen oder hat der andere schon Erfahrungen gemacht, die der andere so noch nicht hatte, wo kann man außerdem profitieren von den anderen. Auf alle Fälle hat sich herausgestellt, dass es nicht das erste Treffen, dass die Zusammenarbeit der einzelnen Kliniken zumindest in der Personalvertretungsebene deutlich fruchtbarer wird und immer enger zusammenwächst, was eigentlich schon ein positives Zeichen ist. Zum Schluss hatte die Jugend- und Auszubildendenvertretung eine Dienstvereinbarung vorgestellt zur Übernahme der Auszubildendenkonzern. Das wurde auch 1:1 so von der Konferenz übernommen. Weiterhin haben wir ausführlich über das Pflegeförderprogramm gesprochen. Das Pflegeförderprogramm ist ein Gesetz, das sieht vor, dass man die nächsten 3 Jahre 0,15% des Gesamtbudgets in der Pflege an neuen Stellen schaffen kann. Das wären mindestens 10 Stellen pro Jahr für die nächsten 3 Jahre hier im Klinikum. Sinn des Pflegeförderprogramms ist, dass man zusätzliche Stellen schafft und eine Entlastung in der Pflege eintritt. Der Arbeitgeber sieht zumindest die Möglichkeit, dass man auch die zurzeit schon geplante Leistungserweiterung, die Stationen, die Betten hinzukommen, dass man das daraus finanziert. Der Personalrat sieht zumindest in Teilen das etwas anders, weil eine Entlastung damit nicht zu erreichen ist. Die Stellen müssten ja eh geschaffen werden. Da die Stellen ja zusätzlich sein sollen, wird der Personalrat in die Diskussion mit der Schaffung des Nachtdienstpools gehen. Also wirklich, dass man einen Pool an Krankenschwestern und Krankenpflegern schafft, die wirklich nur Nachtdienst machen und dort vielleicht für Entlastung in einzelnen Bereichen sorgen können. Grundsätzlich soll das Ganze eventuell erstmal für 1 Jahr abgeschlossen werden, nicht gleich für die nächsten 3 Jahre, um nach 1 Jahr zu evaluieren, ob wirklich eine Entlastung stattgefunden hat. Dann haben wir letzte Woche auch den Nachtdienstcheck gemacht. Der Nachtdienstcheck ist, wenn Kollegen aus dem Betriebsrat in die einzelnen Bereiche der Station gehen, dort den Nachtdienst besuchen und einfach mal fragen, was gibt es für Probleme speziell im Nachtdienst. Da ist es weiterhin auch so, dass sehr viele Bereiche komplett alleine arbeiten im Nachtdienst, keine Pausenablösung haben, die Pausen nicht genommen werden können. Ja, das haben wir leider schon seit längerer Zeit gehört und bisher gibt es da auch noch keine Besserung. Vielleicht wird dann eine Erleichterung mit dem Nachtdienstpool kommen, wenn das Pflegeförderprogramm so durchgesetzt wird. Auch haben wir über das duale Studium gesprochen. Zurzeit gibt es ja duale Studiengänge, Bachelorstudiengänge in der Pflege, die neben der Pflegeausbildung noch ein Studium machen und in der Zeit auch eine Ausbildungsvergütung bekommen. Neu ist in der IMIB, dass dort auch ein Kollege einen IT-Studiengang macht und gleichzeitig hier die Ausbildung in der IMIB macht. Das war's für heute.